Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zum Aldi, weil die haben ein echt sehr interessantes Angebot. Das ist sehr interessant für die Deutschlandtour. Und zwar haben die eine Kooperation mit Flixbus. Und da kann man irgendwelche Tickets kaufen. Die kann man für jede Fahrt einsetzen. Also nicht ganz jede Fahrt, aber die meisten. Und das kostet nur 10 Euro. Ist auf jeden Fall billiger als, ja, was ich sonst geplant hätte. Problem, ja, schauen wir mal, wie oft ich damit fahre und dann wie oft ich mit der Deutschen Bahn fahre. Aber 3 Tickets hole ich mir auf jeden Fall. Das ist halt das Maximum, was eine Person kaufen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da noch einen anderen Aldi abchecke und dann nochmal 3 Tickets kaufe. So Leute, möglicherweise der letzte Gigatinerate. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, war irgendwann heute Mittag. Da habe ich die Tickets abgeholt, gekauft beim Aldi. Ich plane später nochmal genau die Tour, muss mal schauen. Und ja, möglicherweise kaufe ich mir da noch mehr Tickets, falls sie morgen noch da sind. Könnte auch sein, dass sie sehr beliebt sind und direkt ausverkauft sind. Was ich aber nicht glaube. Aber schauen wir mal. Ist schon ein interessantes Angebot. Perfekt für die Deutschlandtour, genau im Mai. Deutschlandtour auch genau im Mai. Flixbus wollte leider keine Kooperation. Beziehungsweise ich habe sie gar nicht kontaktieren können. Du bist schon drin? Sag doch was. Kriegen wir noch einen 96er, 15 Angriff. Wenn nicht, müssen wir tauschen. Und das ist die Arena, die ich auf Gold bekommen will. 1000 Arena-Punkte. Richtig saftig. Und los geht's! Mach mir keinen Stress. Den schaffen wir easy. Der ist zu zweit machbar, oder? Ja, ich weiß. Ich schaffe ihn alleine. Ja, hätte ich nicht mal gebraucht. Ja. Du brauchst niemanden aus der Lücke. Ja, also. Wo ist der? Ja, weil Drachen am meisten Schaden machen. Ich wollte nicht wiederbeleben und ich habe dann nicht ein Drachenteam noch. Und deswegen machen wir weniger Schaden in der zweiten Runde. Das ist aber nicht schlimm. Ich bin doch tot, oder? Ja. Da. So, schauen wir mal. Spannung! Nein, so schlecht! Okay, Leute, ist der nächste Morgen. Das war mein letzter Gigatina Raid. Leider ein Flop. Das heißt, mein Bestes ist 96 an 14. Es gibt noch ein paar Infos für euch, weil die Nacht war echt verrückt. Eine Menge Sachen sind passiert. Also erstmal, das Boden-Event läuft. Shiny Godon ist am Start. Und vermehrt Boden-Pokémon. Doppelbonbon, Doppelstaub für Boden-Pokémon, nicht für alle Pokémon. Raids wurden angepasst zum Thema Boden. Es gibt zum Beispiel wieder Gizagos, Kleinstein. Aber Raid-technisch an sich nichts Interessantes dabei. Und Godon ist der einzige Raid-Boss, der einzige legendäre Firma-Raid-Boss. Es kam kein neuer dazu, was sehr überraschend ist, weil Godon muss man ja freischalten. Sagen wir rein theoretisch, also wir haben es freigeschaltet mit 13.000, 14.000 und man hätte 7.000 gebraucht. Aber rein theoretisch hätten wir Godon nicht freigeschaltet, hätten wir jetzt momentan bis zum 2. Mai, bis das Event zu Ende ist, keinen legendären Firma-Raid-Boss. Und dann will mir jemand sagen, die Zahlen sind nicht manipuliert. Man hatte verschiedene Vermutungen, welches Pokémon das nächste legendäre Firma-Raid-Boss sein wird. Oder der nächste Firma-Raid-Boss sein wird. Regigigas, das Seen-Trio, dies, das. Ja, es kam nichts. Aber das Seen-Trio kann man jetzt einfach wild fangen. Einfach wild. Scheinen regional zu sein. Ich muss mal kurz vorlesen, weil ich kenne die Namen nicht auswendig. Vespri in Europa und Afrika. Selfe in Asien und Ozeanien, also Australien, Neuseeland da. Und Tobutz in Amerika. Und gleichzeitig gestern Nacht, als die veröffentlicht wurden, kamen dann noch zwei andere regionale, als nicht regionale. Die sind einfach so veröffentlicht worden. Das ist Chalilos, West und Osten. Also Rosa und Blau. Ich weiß nicht, welche von beiden welche ist. Aber die wurden gestern Nacht irgendwie released im Spiel. War ein Fehler. Die sind wieder weg. Sollten wahrscheinlich regional sein, weil Westen und Osten. Aber gestern einfach so wild da gewesen. Ich nehme an, weil das Seen-Trio die regionalen veröffentlicht wurden und dann wurden die auch irgendwie mit veröffentlicht aus Versehen. Jetzt sind sie wieder weg, Patenglück und konnten die sich schnappen. Aber keine Sorge, die kommen dann auch irgendwann zu uns. Aber schon krasser Fehler. Jetzt pushen wir, glaube ich, noch 2 Giratina auf Max. Und dann haben wir fast keinen Staub mehr. Und ja, müssen Staub sammeln für Dicta. So, schauen wir uns mal meine Giratina-Ausbeute an. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich von welcher Sorte gemacht habe. Wird ja leider nicht ganz unterschieden. Ich kann euch nur sagen, gesamt habe ich 146 gemacht. Und davon habe ich 141 gefangen. Ein paar sind getauscht, aber nicht allzu viele. Ich habe den Lucky, aber ich will beide Lucky haben. Ich habe nur einen von den Lucky. Aber ziemlich gute Quote. Also das ist, glaube ich, meine beste Quote. Bei so vielen Versuchen. Das ist mein Bestes. 96, Attack 14. IV-Check für euch, Defense. Defense 15 und die anderen zwei Werte 14.
Und von der anderen Form ist es der hier. Er tauscht, aber nicht Lucky. Attack 15, 96er. Dann fangen wir mal an mit dem Pushen. Das kann echt lange dauern. Wir fangen an mit dem hier. So, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wird wahrscheinlich so viel sein. Ich werde wahrscheinlich einfach nur ein bisschen vorspulen. Im Schnelldurchlauf, weil zwei Pokémon maxen von Level 20, das kann echt eine Weile dauern. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, mit den zwei Giratina-Formen. Hattet ihr da Glück? So. Und, was denkt ihr, wird der nächste 5er-Boss nach dem Boden-Event, also wenn Godan weg ist? Und das mit dem Sehntrio ist echt krass. Das könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass man die drei wild fangen kann. Das sind einfach so 3 Monate weg, also Niantic wird sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben. Weil normalerweise 3 Legendäre, 3 Monate, 1 Monat jeweils. Muss schon einen Grund haben. Welcher Monat ist? Mai, Juni, Juli überspringen sie somit. Keine Ahnung, was sie davor haben. Ich habe gerade mal so genug Staub. Von Level 20 auf 40 müsste es ungefähr 225.000 kosten. Oder genau 225.000. Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Ich hatte 450 irgendwas. Das heißt, ich habe 3 Tage Zeit, um genug Staub zu sammeln, um mein 100er Dicta zu maxen. Fürs Staub, nicht Staub-Event. Kleine Staub-Event, aber Boden-Event. So. Nachdem ich die 2 Giratina gemaxt habe, fehlt nur noch Regi Ice und Regi Rock. Und Suicune. Aber Suicune habe ich theoretisch. Ein 96er Ding kann ich jederzeit maxen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Und Regi Ice und Regi Rock, da habe ich nur 93er. Ich glaube, einmal habe ich sogar nur einen 91er. Dann habe ich alle Legendären gemaxt. So. Den kann man, glaube ich, noch normal lassen. Also, ich habe, glaube ich, genug geredet. Und den anderen, den müssen wir im Schnelldurchlauf machen, weil mir fällt echt nichts mehr ein, was ich sagen kann. Was kann ich denn noch so sagen für euch? Deutschland-Tour startet nächste Woche bereits. Alter, wie heftig, man. Ich bin so gar nicht vorbereitet. Also, vorbereitet allgemein, natürlich. Mit der ganzen Vorbereitung, aber auch mental. Also, ich bin gar nicht drauf eingestellt. Kannst du mir noch gar nicht vorstellen. Mehr Infos dazu werden noch kommen, wo ich genau sein werde. Die ganze Tour nochmal. Wahrscheinlich davor. Und dann natürlich während der Tour wird das immer erwähnt, der nächste Stop und so. Das hängt? Okay. Also falls ihr mir da entgegenkommen wollt, auflauern wollt, müsst ihr halt natürlich immer aktuell sein. Dann werden die nächsten Stops immer erwähnt. Und natürlich auch auf Instagram, Facebook und sowas, Twitter. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Erster Stop Nürnberg, dann natürlich Schweinfurt, weil ich da eingeladen wurde. Und dann Kassel, Leipzig. Das sind so die ersten 4 Stops, wo ich auch schon das meiste geplant habe. Bam! 3-3-4-2, oder? Nein, einmal geht noch. So, Damen, Max. 3-3-6-6. Giratina altert Form. 96%. Jetzt machen wir noch den anderen. Giratina Urform. 96, Attack 14. Wie gesagt, wir sehen uns gleich. Aber das wird eine Weile dauern und ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Aber das sage ich nochmal im Auto, also wir sehen uns im Auto.
So wenig Staub hatte ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr. Das war Ende letzten Jahres für das große Video, wo ich echt alles ausgegeben habe. Und jetzt kommen wir wieder sehr, sehr knapp an fast gar nichts, an fast null. Heftig. So. Einmal geht, glaube ich, noch. 3662. 10.000 Staub. Es wird Zeit zum Farmen. Zum Glück haben wir erhöht Staub. Mal schauen, wie viel Staub ich machen kann. Das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Seentrio, dass die wildfangbar sind. Was denkt ihr, wird der nächste 5er Legendary Raid Boss nach dem Boden-Event? Was haltet ihr von dem Fehler mit Chalolos? Konntet ihr euch einen schnappen? Und Giratina-Ausbeute. All das unten in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.